Hey, willkommen auf meinem Kanal, Marcel, das ist das Mal. Heute gehen wir auf das Spiel 1. FC Kaiserslautern gegen Braunschweig. Das letzte Spiel der Saison in der Bundesliga und ich sage, let's go. Wie am Anfang schon gesagt, ist das letzte Spiel dieses Jahr in der zweiten Bundesliga und zwar Lautern gegen Braunschweig. Abstiegskampf ist nicht mehr oder Aufstiegskampf, beides nicht mehr. Beide haben sich letzten Spieltag gerettet. Lautern hat durch die Hilfe von Braunschweig sich den Klassenerhalt gesichert. Heute geht es aber um was Wichtiges, und zwar um den DFB-Pokal. Der 14. kommt in den Profitopf und darunter an den Amateurtopf. Also da geht es noch darum. Wird sicher ein heißes Duell noch immer sein. 47.900 glaube ich waren es. So ausverkauft und sagen, legen wir los, weiter geht's. So, wir haben jetzt einen kleinen Zwischenstopp und ich nutze mal gleich die kurzen Einspieler. Was ist euer Ergebnis? Was glaubt ihr, wie geht das Spiel aus? Pausiert und schreibt es gerne in die Kommentare. Bis dann. So Leute, wir sind jetzt in Kaiserslautern angekommen. Wir gehen jetzt noch zum Bahnhof. So AK zu Betzebude. Ja, Betzebude, weil heute fahren ja keine Busse und keine Züge, weil die Deutsche Bahn meint, ja, wir streiken, juhu. Danke Deutsche Bahn nochmal dazu. Aber schauen wir mal Richtung zu Betzebude, was abgeht. Vielleicht treffen wir den coolen. Der ist am besten. So Leute, wir sind jetzt im Stadion. Ich habe mir hier ein schönes Plätzchen gesucht. Ganz oben bei der Tribüne, hier kann man ganz raussehen. Das Spielfeld? Na, wenn ich mit runtergehe, ich habe jetzt nur ein Plätzchen gesucht. Wo ab und reden konnte, bis zu wiegen, nur Bescheid wirst. Freue mich euch schon auf das Spielchen in Braunschweig. Ja, es ist hoch hier. Ja, ich bin schon. Aber es wird hier eine geile Partie. Wir sind auch jetzt wieder aufsteigen. So Leute, ich habe jetzt noch eine wichtige Info für euch. Und zwar die nächsten Videos vom Spiel sind im Hochformat, aus dem Grund, weil ich die Regeln der Ultras akzeptiere und weiß, dass sie nicht gefilmt werden möchten. Mit Hochformat tut man halt weniger Filme von der Breite her. Und falls unten was denn sieht, ist halt aus dem Grund, dass man vielleicht Gesichter sieht und so. Deswegen, ich wollte es nur gleich klarstellen, weil ich halt respektiere, weil die Ultras im Blog nicht gesehen wollen und mich dann auch an die Regeln anpasse, was man auch so tut im Stadion. Nur damit ihr Bescheid wisst. So Leute, ich wollte mich nur mal bedanken fürs Anschauen, würde mich noch über einen Kommentar, also Verbesserungsvorschläge oder Kritik oder was ich gut mache, wünschen, ein Abo, ein Like, würde mich auch sehr freuen. Dazu noch ein kleines Endwort, und zwar, wenn jetzt wer Zuschauer von den Ultras Kaiserslautern, dann ich stehe gerne zu Gesprächen zur Verfügung, wenn jetzt ja nicht wollen, dass ich solche Videos so hochlasse aus der Kurve, dann ist das für mich kein Problem und soll mir das gerne sagen.
weil ich respektiere das mit dem, dass man sich nicht in der Öffentlichkeit zeigen möchte, Thema Pyrotechnik und dem Ganzen, weil es ja in Deutschland leider nicht legal im Stadion ist, obwohl du in Österreich und so anmelden darfst. Danke DFB, wollte ich nochmal dazu sagen. Aber ich respektiere das, wenn das die Ultras nicht wollen, gefilmt zu werden, kann ich auch nachvollziehen. Aus dem Grund habe ich auch die Sachen zensiert, weil ich es halt einfach nachvollziehen kann. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Video auch anschaut und würde sagen, bis dann, euer.